Hey Freunde und herzlich willkommen zur 9. Etappe der Tour de France. Und ja, wir haben eine Bergetappe. Das heißt, heute könnte vielleicht ein Angriff von Pogacar kommen oder auch von einem der anderen Bergfahrer gegen uns, gegen Alexander Vlasov. Heute denke ich mal, sollten wir es auf jeden Fall noch schaffen, unser gelbes Trikot mit Vlasov zu verteidigen. Die Frage ist nur, ja, wie sieht es dann auch in den folgenden Etappen aus? Ja, aber heute wirklich, es wird eine Herausforderung, aber ich nehme sie gerne an. Und damit startet die 9. Etappe. Und unsere Tagesformen sehen heute wieder erneut nicht sonderlich gut aus. Wir haben bereits eine Ausreißergruppe, die sich hier bildet, genau. Heute wäre vielleicht sogar ein Tag gewesen, wo ich mit Sam Bennett hätte reingehen können in die Ausreißergruppe, aber er ist komplett hinten gefangen. Das sieht nicht wirklich aus, als wäre das heute eine realistische Möglichkeit. Deswegen muss ich darauf leider verzichten und de Clercq stürzt beim Versuch in die Ausreißergruppe zu kommen. Wird jetzt aber natürlich hier den Anschluss finden und Jakobsen, Mozart, Kukka, das ist ja schon ein bisschen Slapstick gerade. Fallen dann dabei auch noch. Wir haben. Jetzt muss ich doch mal kurz stoppen. Baguil Fuglsang. Also natürlich schon mal große Namen. Gosens, Nylands, Galopin, Williamson, Martin. Okay, krass. Und Gaudu. Heidewitzka. Gaudi beispielsweise nicht krass. Also ja, sieht mir heute nach einem Sieg aus der Ausreißergruppe aus. Das ist, glaube ich, relativ klar, würde ich fast behaupten, ich sagiere. Stora, Ciccone, oh ja, das sind also schon mal ganz große Namen. Aber haben natürlich auch schon mit großen Zeitabständen, there we go. Ja, die wir bisher schon uns erkämpft haben, aber natürlich auf der einen Seite das ein Vorteil, auf der anderen Seite jetzt für uns auch ein Nachteil, möchte ich jetzt mal behaupten, in dem Sinn, dass wir jetzt dadurch jetzt nicht die Etappe gewinnen werden, weil die jetzt vorne das Ding ausmachen können. Aber gut, was soll's, ne? Am Ende des Tages. Ich denke, wir sollten uns mal höflicherweise auch ein bisschen an der Führungsarbeit hier beteiligen. Ryan Mullen. Ich meine, wir haben das gelbe Trikot, es ist eine Bergetappe, es wäre gleich angebracht. Wir sehen auf jeden Fall, UAE ist da auch sehr eppig dran, ein bisschen Nachführarbeit zu leisten. Wir haben 22 Leute in der Ausreißergruppe, das heißt ja, ich hätte mit Sam Bennett reingehen müssen, weil, guckt euch das an, 22 Leute, ne? Gibt es keine Sprintpunkte mehr, heißt, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Vielleicht einfach Wasser holen gehen. Das wäre ganz praktisch. Ryan Mullen, wie gesagt, vorne an der Führungsarbeit beteiligt. Sam Bennett und Van Poppel entscheiden sich auch mitzuhelfen. Ja, why not? Jo, aber auf jeden Fall mit ordentlichem Einsatz. Ja, es kostet halt schon ein bisschen Energie. Also, ich weiß nicht, ob. Also, sorry, ich tappe hier gerade aus Versehen aus. Ja, noch geht's. Ich weiß nicht, ob das wirklich so produktiv ist, was die da fabrizieren. Egal, ich sag einfach mal, Lüder weiß schon, was er da macht. Uiuiui, hier sind aber ordentlich Wolken schon mal. Verpulvert Wasser, das ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, keine Sprintpunkte für uns zu holen an der Stelle. Ja, und jetzt entspannt sich das Ganze natürlich schon wieder. Aber genau, wir haben halt nur 3 Minuten irgendwas Abstand auf die Ausreißer. Das ist, sage ich jetzt mal, eben ein Rahmen, den man wieder einholen kann. Und das, was natürlich auch wünschenswert ist auf der heutigen Etappe. Ja, okay, jetzt vergrößert sich der Abstand. Wir sind dabei, auf die Bergwertung hier zuzufahren. Na, Chris Froome ist auch mit am Start. Ich bin natürlich gespannt, wer sich die holen wird. Fährt das Ganze von vorne an. Es ist nicht mehr weit.
Neylands überholt ihn. O'Connor ist Neylands, glaube ich, der sich geholt hat. Zweiter in der Bergwertung. Das heißt, auf jeden Fall die Chance heute, sich ja, das Trikot zu holen. Aber natürlich auch noch andere hier mit dabei. Vor allem, wenn die das gewinnen und hier gibt es ja auch nochmal Punkte. Dann sollte das an einen, ja, an einen neuen Fahrer gehen. Ich würde mal sagen, Galopin wird das heute nicht behalten können. Ryan Mullen wird hier auch nicht mal lange die Führungsarbeit wahrscheinlich leisten können. Wäre noch cool, wenn er hier über den nächsten Berg rüberkommen würde. Ob es tatsächlich schaffen wird, weiß ich jetzt noch nicht. Und das Polo ist noch ganz entspannt dabei, das ist gut, das freut mich sehr. Holt wieder Wasser. Das Timing war vielleicht nicht optimal. Jetzt direkt vor dem Berg. Schafft es aber. Sam Bennett fällt zurück. Das ist für mich jetzt nicht so schlimm. Ryan Mullen geht die Energie aus. Das ist doof, aber auch nicht schlimm. Nils Pollitt verliert an Energie, zwar ordentlich, aber das ist okay. Damit war zu rechnen. Ist ja auch noch nicht so schlimm, wenn er komplett die Energie vernehmen würde, das wäre schlimm. Was ja schlimm war, das wäre auf jeden Fall sehr unpraktisch. Muss man sagen, jetzt gehe ich aber mit Van Poppel den Job übernehmen, den Ryan Mullen vorher geleistet hat. Wie gesagt, UAE auch gut dabei. Ich habe komplett verpasst, jetzt wäre hier aber eine Ausreißergruppe von geholt hat. Gaudu tatsächlich vom Martin. Isagir, okay, das sind wirklich die richtigen Bergfahrer. Und die haben schon ein paar abgehangen. Zum Beispiel Krohn und Galopin und Stora, krass. Ruhm auch. Eieiei. Da merkt man mal, was das hier für eine Truppe ist. Diese Ausreißer. Das ist unglaublich. UAE wirklich sehr, sehr gut mit dabei. Also eine hohe Fahreranzahl wirklich, die da vorne arbeitet. Aber Van Poppel auch nochmal. Naja, für das gute Gewissen mit da vorne zugeschaltet. 75 ist hier scheinbar schon kritisch. Ich mal auf die 78 hoch, aber eigentlich will ich nicht viel höher jetzt schon. Deswegen, ja gut. Ja, wir sind aber jetzt auch schon drüber über den Berg, das heißt. Oh, Van, oh, sorry, 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 oh. Das war's. Hoppala, das war jetzt zwar nicht gewollt. Ja, aber noch eine. Oh, na. Ich wollte gerade eben noch sagen, er ist noch ein großes Peloton, aber. Oh, und Stürze gab es jetzt auch noch hier in der Abfahrt. Maas, Pinot, Maike, alle vier. Eieiei, ganz große Namen wieder. Isagir. Der Gorka. Enric Maas beispielsweise, sehr großer Name jetzt auch. Also, was heißt, ich sage immer Name, aber. Ich meine halt ein großer Konkurrent eben auch fürs Klassement. Aber viel weniger sowieso. Also wegen seinem Bergwert. Zwar noch gut positioniert, aber wird sich da halt schlechter halten können als ein Enric Maas. Da müssen wir ein bisschen schauen, was das noch gibt. Wir sind jetzt in der Abfahrt. Das ist auch eine relativ steile Abfahrt, ehrlich gesagt. Guckt euch das mal an. Hennewitzka. Das heißt, man sollte auch einigermaßen wieder rankommen. Oh, Gorka Isagir gibt auf. Uiuiui. Das ist auch ein Statement. Was heißt Statement? Aber natürlich doof für Movistar. Sehr, sehr starker Helfer. Man hat eine große Ausreißergruppe vorne. Halt eben verloren, aber immer noch sau, sau stark und mit einem guten Zeitabstand und das wird ja der Etappensieg aus dieser Gruppe heraus. Ja, ich glaube, ich gehe noch mal vorsichtshalber Wasser holen. Besser ist das. Und dann würde ich mal sagen, gehe ich brauche ich einen Zug auf, mit dem ich den Berg hochfahre, oder? Der wird angeführt von Pollitt. Vlasov natürlich hinten. Wen haben wir dann? Ich
Konrad hinter Apollet, dann. Ja, das ist schwierig. Ich würde sagen, wegen seiner Position im Klassement ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich es jetzt so schieben würde. Also, sie haben ja gerade heute alle den gleichen Wert. 76 ist nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Da sind andere Teams ein bisschen besser aufgestellt, aber. Ja, Junge, also, was soll ich. Ja, was soll ich sagen? Ist halt wie es ist, ne? Mal ein bisschen hier nicht so mittig zu fahren, so ein bisschen vorbei, außen rum, genau. Das ist. So sieht's richtig aus. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt schon. Nee, ich schalte später dann noch die Top 10 Gesamtwertungsfahrer rein, damit ich da auch wieder den Überblick habe. Kann ich ja immer checken, wer hier eigentlich in der Gruppe von Favoriten dabei ist. Mars wahrscheinlich, ja. Alles klar, das ist natürlich hart für Mars, aber naja, gut auch für uns, ehrlich gesagt. Dass er da wahrscheinlich hinten zurückfallen wird. Wie gesagt, einer noch der wirklich stärksten Kontrahenten für uns. Sicherlich nicht der stärkste, aber einer der stärksten, deswegen. Ja, ich würde gerne einfach halt höher schalten, aber das Ding, ich wollte gerade jetzt noch Van Poppel das Wasser bringen lassen. 90 wird zu hoch, aber so ungefähr. Ich gebe den Spot jetzt schon mal das Energie geben. Es wird halt hart jetzt hier wieder jetzt gut zu positionieren. Apollo ist langsam. Hey, du Witzke, ich gebe ordentlich hier seine Energie rein, aber ich komme halt kaum nach vorne. Es hat viel Energie auch gekostet, aber es waren nur ein paar Positionen, die ich wieder nach vorne gefahren bin. So, jetzt schalte ich das hier mal ein. So, dass ich mit Konrad wieder eine gute Position einfahren kann. Ich gehe mal auf die 86 hoch. Ich will auch nicht zu viel Energie halt eben verballern. Es ist ja noch ein ganzes Stückchen. Und wie gesagt, Schachmann, so, das sind auch nicht die allerstärksten Bergfahrer. Aber ich weiß auch nicht, ob ich einem Angriff folgen will, aber es macht vielleicht sogar fast Sinn, weil halt ich ja nicht so die krassesten Helfer habe. Das heißt, wenn jetzt ein Pogacar angreift oder so, dass ich einfach nur mit Vlasov folge, anstatt eben versuche mit einem Schachmann irgendwie da hinterher zu arbeiten. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Also, dem Angriff direkt zu folgen mit Flase. Das macht mehr Sinn. Wäre jetzt mein Guess, aber ist natürlich auch also ein bisschen spekulativ, würde ich behaupten. Konrad ist gleich schon fertig. Das ist hart. Wir sind noch relativ früh am Berg. Und die Energie von Kemner und Schachmann sehen jetzt auch nicht so super aus. Ich weiß, ich gehe noch ein bisschen rund auf 82 vielleicht. Wir sind halt jetzt auch in einer guten Position, so, ne? Wobei jetzt Roglic und Pogacar das Gefühl schon so ein bisschen riechen und ein bisschen nach vorne fahren. Okay, jetzt geht's wieder. So, ich muss hier wirklich sehr gut mit drauf achten. Und jetzt, ach, guck mal. Das wäre jetzt eigentlich ein Moment, wo ich fast sogar schon angreifen könnte. Wenn es nicht so aussehen würde. Aber ansonsten, wenn es so aussieht, das ist eigentlich voll der Moment zum Angreifen. Ja, wie gesagt, aber gerade bei uns nicht wirklich drin. Das heißt, aber ich kann auch nochmal dafür ein bisschen Energie halt versuchen zu regenerieren. Oder, ne, halt nicht so viel zu verballern. Ja, so sieht es ja ganz ordentlich aus. Ich gehe mal auf die 80 mit Konrad. Jetzt machen sie wieder ein bisschen Tempo. Jetzt kommt der Angriff, jetzt kommt der Angriff. Und ich bin nicht so wirklich drauf vorbereitet. Ich gehe hinter Martinez. Mit Vlasov. Kommt das Hinterrad, aber er. Also, er war hinter Moscon.
bei der bricht ab. Das heißt, das ist schwierig. Aber Martinez kriegt das Hinterrad von Bardet. Das ist gut. Die Energie vom Vlasov an. Ich hab wirklich gesagt, das ist die Etappe, wo wir es noch schaffen könnten. Mit dabei zu bleiben und das gelbe Trikot zu verkaufen. Aber jetzt sieht es ziemlich schlecht aus. Caruso ist noch hinter uns und Uran. Ja, wir haben hier die ganz heißen Anwärter für das Gesamtklassement noch mit dabei. Und Vlasov, guck dir den an. Der hat keine Chance. Guck dir die Energie an von Vlasov. Das sieht sau, sau schlecht gerade aus. Und es ist noch viel. Also der Berg ist noch lang. Und also. Oh no. Das sieht so schlecht aus. Ich hau jetzt. Oh, Konrad. Jetzt schon mal das Energiegel rein. Das ist so ein Akt der Verzweiflung, aber es wird nichts. Oh no. Okay, ich hätte vielleicht dem Angriff nicht hinterhergehen sollen. Kemna ist auf Platz. Ich hätte jetzt gehofft, dass vielleicht noch ein Kemna dann irgendwas tun könnte, aber. Wie? Er ist auf Platz. Und das Ding, Van der Poel ist noch in der Gruppe mit dabei. Aber Vlasov ist komplett fertig. Ja, ich hätte dem Angriff nicht vor. Ja, aber. Wie gesagt, ich habe es ja erklärt, wieso. Ah, schwierig. Ja, wir verlieren ordentlich Zeit. Wir verlieren ordentlich Zeit. Oh, das ist gar nicht gut. Gaudu vorläufiger Sieger der Bergwertung und ja, oh, das sieht ganz, ganz, ganz schlecht aus. Ich hab keine Ahnung, wie schnell am Ende die Energie weg war, das ist unglaublich. Ja, schlechte Tagesform heute und so, ne, aber. Das ist schon krass. Und Thunderpool ist halt noch. Also, das ist unglaublich. Also, irgendwie muss ich auch irgendwas falsch gemacht haben. Die Frage, will ich jetzt mit 99 runtersprinten? Laufen, dass ich da was gut mache, ich glaube schon. Ich glaube, das ist der Plan. Ich werde jetzt nicht irgendwie Energie sammeln oder so, sondern ich werde möglichst. Oh, hoppala. So ein Sturz von Binot. Jetzt möglichst versuchen, dass ich mit Vlasov in dem Abstieg halt wieder Zeit gut mache. Mit einem 64er Abfahrtswert. Es ist auch wieder eine Verzweiflungstat eigentlich. Ja, und da kommt so eine große Gruppe. Ach nein, Pogacar und Roglic haben sich zu zweit vorne abgesetzt. Das ist. Oh Gott, du hast die Etappe schon gewonnen. Boah, Martin. Aber du hast, actually. Da kommt Pogacar noch angesprintet, ey, es ist unglaublich. Ja, und das sieht sauer schlecht aus. Wir verlieren ordentlich Zeit heute. Schachmann vielleicht sogar noch vor Vlasov im Ziel. Wie es aussieht. Ja. Tatsache. Ah, das war schlecht gemacht irgendwie. Aber ich war überzeugt davon, dass das eine gute Idee wäre, so einem Angriff zu folgen. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Gut zu wissen, I guess. Ich bin trotzdem ein bisschen verwundert, dass es so schlecht gelaufen ist. Und frage mich schon ein bisschen, woran das gelegen hat. Bin nicht so ganz sicher, was da das Problem war. Gaudí heute mit dem Tagessieg, ja, war fast schon zu erwarten. Mit den Werten halt in der Ausreißergruppe zu gehen, die halt durchkommen wird. Das ist krass. Matuas finde ich wiederum krass, dass er so gut platziert ist. Prokatsch halt auch. Also krank. Unglaublich. Und dann guck mal, wo er ist. Und dann muss ich ja richtig scrollen, bis dann Schachmann und Vlasov kommen und das ist, also dass wir actually immer noch Dritter sind, ist schon mal krass, damit habe ich nicht gerechnet.
Hätte ich jetzt nach der Etappe nicht erwartet. Wir haben natürlich einen absolut unglaublichen Abstand jetzt schon von über 3,5 Minuten auf Pogacar, was sich wahrscheinlich beim Zeitfahren und so dann nochmal vergrößern wird. Natürlich auch auf Roglic. Aber wir sind momentan auf dem 3. Platz und Schachmann ist auf dem 4. Das heißt, komplett vorbei ist das Ganze noch nicht und ich habe auch nicht wirklich als Ziel gehabt, mit Vlasov jetzt die Tour de France zu gewinnen. Bin ich ehrlich. Das war eher ursprünglich der Plan, halt einfach eine gute Platzierung im Gesamtklassement einzufahren. Vielleicht Top 3, das wäre natürlich schon übel geil, aber vielleicht auch eher so Top 5 in die Richtung. Je nachdem, wie es halt einfach läuft. Einfach möglichst gut. Das Ganze abzuschließen, schafft man auf. Hier ist halt auch noch verrückt, Lützenko und dann Van der Poel immer noch auf 6, nach schon 2 Bergetappen, ist krass. Aber der ist ja auch vor Vlasov ins Ziel gekommen heute. Ich glaube, so Martinez, Bardet, die arbeiten sich so jetzt langsam wieder ein bisschen ran. Maas natürlich heute auch nochmal ein bisschen Pech gehabt. Ja, aber insgesamt auch die Zeitabstände in diesem Feld jetzt schon nach 9 Etappen, das ist ordentlich. Und wir haben schon ein paar Aufgaben jetzt. Binot beispielsweise. Isagir, Sam Clark und so weiter. Magnus Scott Nielsen, der ja gerade in der Tour de France echt richtig abfeuert. Ja, da hat sich nicht viel getan. Für uns auf jeden Fall auch erst recht nicht. Bergwertung Gaudu jetzt übernommen. Müsst ihr morgen auch in einem Trikot fahren. Und ja, ich glaube, ja, wir müssen jetzt auch mal langsam für Ausreißergruppen gehen. Haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Aber ich glaube, es wird wirklich Zeit. Wir sind in der Teamwertung, das ist ja der Hintergruppe am FDG. Und ja, morgen, ja, Hügeletappe. Naja, ich weiß nicht so ganz. Ist irgendwie schon so ein. Ja, ganz schick zum Schluss, aber es ist auch irgendwie eine geile Etappe zum Ausrollen. Vielleicht gehen wir sogar mit Sam Bennett und jemand anderem auch rein. Mal gucken. Vielleicht gehen wir aber auf Vlasov, dass er da nochmal. Ja, da vielleicht gewinnt oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin selber gespannt darauf, was die nächste Etappe wieder bringt. Also sehen wir uns dann. Bis dahin, macht's gut und bye bye.